gemacht, und zwar eine App für unsere KLS-Lichtsysteme, die im Moment noch auf Android läuft, aber wird es bald auch für Apple-Devices geben. Das Mobileye 3 Tilt zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier einen 40 Watt RGBW-Chip haben. Außerdem hat sich bei den Effekten etwas getan. Einmal bei den klassischen Beat-Effekten sind welche hinzugekommen. Insbesondere hier der Spiral ist neu, kennt man von DATM 900. Ja. Und auch der Vinyl Break, der ist wirklich exklusiv sogar in diesem Mischer. Eine andere richtig coole Sache, das ist ein Gerät für die Bühne. Das ist ein Gerät, einfach das rocken soll. Wir haben eine super kurze Latenz. Es gibt kein weiteres digitales Drahtlossystem, das eine kurze Latenz hat. Wir haben 2,1 Millisekunden. Und wie gesagt, Marktdurchschnitt normalerweise liegt bei 3 Millisekunden. Also richtig super Sache. Und das Gerät ist auch sehr leicht und kann auch an die normalen Traversen oder auch Stative angebracht werden. Man sieht auch, das Gehäuse ist sehr stabil gebaut. Das ist ein Aluminiumgehäuse, sodass man hier also auch was Wertiges hat als Produkt. Ja. Ja. Mal einen Winkel von 6 Grad, also ein richtiges Beam-Effekt. Schöne von einem Beam-Effekt ist natürlich, mit Expression hat man ein Beam und hier hat man 9 verschiedene Beams, wo man selber im Prinzip schalten kann im Menü, ob das mit einer Farbe oder einzeln anzusteuern. Ist sehr gut für gerade für mobile Veranstalter oder auch zur Festinstallation in kleineren Clubs, weil es einfach wenig Platz wegnimmt und auch eine geringe Stromaufnahme hat. Ja, ist einfach ein wahnsinnig gutes Gerät zusätzlich.